Hi, Joe Vogel hier. Woher weißt du, dass Wasser sicher nicht trinkbar ist? Richtig. Du kannst es einschätzen und zwar mit vielen unterschiedlichen Merkmalen, sogenannten Indikatoren. Was die Einschätzung von Trink- und Rohwasser bedeutet und was passieren kann, wenn du dich da vertust, erfährst du heute. Heute soll es um ein eher komplexes Thema gehen, und zwar um die Einschätzung von Rohwasser. Wir arbeiten hier mit Indikatoren und indirekten Indikatoren, also mit Hinweisen und indirekten Hinweisen, die uns Informationen über die Eigenschaft eines Wassers zum Beispiel oder eines anderen Dinges geben können. Indikatoren oder Hinweise sind natürlich immer sehr viel schwächer als Beweise. In vielen Fällen reichen die aber aus oder sind die einzige Möglichkeit, etwas einzuschätzen. Der Mensch hilft sich sehr häufig mit diesen Arten von Hinweisen. Und weil das Ganze vielleicht noch nicht so einfach zu verstehen ist, gibt es ein relativ einfaches Beispiel. Man sieht mir an der Stirn oder am Gesicht natürlich nicht an, ob ich in der Lage bin, ein Fahrzeug sicher zu führen. Ein direkter Indikator ist mein Führerschein. Jeder, der kontrollieren möchte, ob ich ein Fahrzeug führen kann, kontrolliert nicht mich, meine Persönlichkeit oder meine Eignung, sondern schaut sich meinen Indikator an. Der Führerschein ist also der Indikator, der Hinweis, dass ich in der Lage bin, ein Fahrzeug sicher zu führen. Der Führerschein sagt aber nicht, wie ich tatsächlich Auto fahre. Er ist also nur ein Indikator. Wenn ich mich jetzt mit dem Fahrzeug komplett rücksichtslos verhalte und andere Menschen gefährde, dann wird mir der Führerschein abgenommen. Und wenn ich dann kontrolliert werde, wird nicht mehr meine Eignung getestet, sondern es wird schlicht und einfach nur geguckt, ob ich einen Führerschein habe. Die Abwesenheit des Führerscheins ist also auch ein Indikator, ob ich ein Fahrzeug fahren darf oder nicht. Das Ganze funktioniert natürlich auch beim Wasser so. Wir können anhand von Hinweisen, anhand von Indikatoren sagen, ob Wasser beispielsweise unmittelbar so getrunken werden kann oder ob es in einer bestimmten Art und Weise aufgereinigt oder sicher gemacht werden muss. Einer der direkten Hinweise und Indikatoren, man kann auch sagen, der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass wenn wir in der Umgebung beispielsweise Müll finden oder aufgerostete Fässer oder wir wissen, dass das Wasser durch ein Gebiet mit giftigen Altlasten fließt, dass dieses Wasser auf jeden Fall aufgereinigt werden muss. Das heißt, wir müssen das Wasser gegebenenfalls durch einen Sedimentfilter und gegebenenfalls durch einen Kohlefilter leiten, um es trinkbar zu machen. Ähnliche direkte Indikatoren oder Hinweise, also gesunder Menschenverstand ist, wenn ich Fäkalien von Mensch und Tier sehe oder die unmittelbare Einleitung von Giftstoffen oder Fäkalien in das Gewässer wahrnehme oder vermuten muss. Das hört sich jetzt alles ein bisschen verklausuliert an, ist aber noch das Einfachste. Zu Deutsch, wenn ich davon ausgehe, dass flussaufwärts ein Dorf ist, das aufgrund geringer, ausgeprägter Infrastruktur Fäkalien einfach so einleitet oder ich davon ausgehen muss, dass möglicherweise der letzte Regen Altlasten freigeschwemmt und in den Fluss transportiert hat, da muss ich das Wasser auf jeden Fall aufbereiten. Jetzt brauchen wir aber noch die indirekten Indikatoren, weil wir können ja nicht jeden Fluss, auch wenn wir davon ausgehen, dass er vielleicht sauber oben ist, bis oben an die Quelle verfolgen. Indirekte Indikatoren sind natürlich sehr viel schwieriger zu bewerten. Bei Müll in der unmittelbaren Umgebung erkennen wir das, aber wir sehen natürlich nicht, ob weiter oben irgendwelche militärischen oder industriellen Altlasten am Gewässer sind oder ob einzelne Flüsse oder Viehweiden dort etwa sind, die das Wasser verunreinigen können. Und jetzt geht es immer darum, ob wir eine relevante Verunreinigung haben. Nimm mal an, du hast einen kleinen Bach und etwa 50 Meter oberhalb der Entnahmestelle machst du einen Kuhfladen ins Wasser und verrührst das Ganze. Du wirst es 50 Meter unten dran nicht mehr sehen, aber du kannst dich trotzdem mit EHEC, ETEC, Gardia und vielen anderen schwerwiegenden Durchfallerkrankungen infizieren. Wenn dieser Kuhfladenvorfall ein Einzelfall ist, dann ist auch in einem kleinen Gewässer der Wasserkörper relativ schnell ausgetauscht. Es droht also eigentlich keine Infektion, außer du hast das Pech, genau zu diesem Zeitpunkt das Wasser 50 Meter weiter unten zu entnehmen. Woran erkennst du aber einen regelmäßigen und damit relevanten Eintrag von Fäkalien und damit von gefährlichen Keimen und Parasiten?
Da hilft man sich jetzt mit einem Indikator, der indirekt ist. Durch die Einträge von Fäkalien wird das Wasser gedüngt. Der Biologe sagt, das Wasser wird eutrophiert. Das können wir erstmal nicht sehen, die Auswirkungen davon, aber sehr gut. Die Düngung des Wassers führt dazu, dass sich einzellige Algen sehr stark vermehren können, die wiederum als Nahrung für Einzeller wie Amöben dienen, die bei entsprechender Vermehrung absterben und von anderen Tieren gegessen werden. Es entsteht eine Nahrungskette und der Abfall dieser Nahrungskette, der sogenannte Detritus, der setzt sich als Schleim oder Schlamm auf Steinen und vor allem Untersteinen ab. Und dieser Schleim, diese Nährstoffe sind ein wichtiger Hinweis, ob wir eine entsprechende Fäkaleintragung und eine entsprechende Düngung haben. Dieser Schleim verhindert nämlich, dass manche Lebewesen, die für gutes Wasser stehen, überleben. Und Lebewesen, die sich von diesem Schleim, von diesem Abfalldetritus ernähren, besonders gut gedeihen. Jetzt ist nicht jeder Schlamm auch dieser Schleim. Und da ist es jetzt wichtig, wir schauen gar nicht auf den Schlamm, sondern immer auf die indirekten Hinweise, also auf die Lebewesen, die durch Schleim abgetötet oder bevorzugt werden. Tiere, die Fächerkiemen haben, also bestimmte Fliegenlarven, stehen beispielsweise für sehr nährstoffarmes und damit sauberes Wasser. Wenn du dagegen Egel, bestimmte Blattwürmer oder sogar Schlammröhrenwürmer im Wasser hast, dann kannst du davon ausgehen, dass das Wasser sehr, sehr stark verunreinigt ist. Jetzt ist der Schlamm eben kein Hinweis darauf, dass das Wasser verunreinigt ist. Trotzdem kann er ziemlich einschränkend sein. Wenn wir beispielsweise eine starke Trübung im Wasser haben, dann können wir bestimmte Filter oder Reinigungstechniken wie die SODIS nicht durchführen oder Partikelfilter verstopfen relativ schnell. Außerdem wird die weitere Einschätzung durch Schlamm tatsächlich eingeschränkt. Schlamm selbst ist also nicht das Problem. Da kann es sich um Abrieb von Steinen oder Erde handeln. Allerdings kann ein trübes Gewässer auch bedeuten, dass da sehr viele Bakterien drin schwimmen oder einzellige Algen sind. Wir schauen uns deshalb immer auch die Sichttiefe an. Erst wenn alle Hinweise dafür sprechen, dass das Wasser ungefährlich ist, also es kommt beispielsweise nicht aus einem Gebiet mit Altlasten, es ist nicht stark algig, es hat keinen unangenehmen Geruch. Erst dann, wenn alle diese Zeichen dafür sprechen, können wir einzelne Tropfen probieren und daran erkennen, ob das Wasser gegebenenfalls stark faulig, schweflig oder teichig schmeckt. Vorher gilt das Wasser als stark verunreinigt und darf nicht ohne weitere Aufbereitung getrunken werden. Ist das Ganze jetzt nicht einfach ein bisschen arg wissenschaftlich und nicht notwendig? Man trinkt es einfach und kriegt dann vielleicht eine kleine Infektion, ein bisschen Bauchweh. Leider nicht. Durchfallerkrankungen, das sind die Auswirkungen von verunreinigtem Wasser, sind die Todesfaktoren in Katastrophen wie Überflutungen oder in Kriegsgebieten. Durchfallerkrankungen führen dazu, dass der Körper selbst nicht mehr in der Lage ist, das Wasser aufzunehmen. Selbst wenn du mal eine kleine Menge gutem, also gesunden und ungefährlichen Wassers getrunken hast, rauscht das Wasser einfach durch. Du verlierst Mineralien und bist nicht in der Lage, Energie aufzunehmen. Der Mensch kann mit Durchfall wirklich in wenigen Tagen verdursten und verhungern. Das Ganze kann natürlich auch passieren, wenn du dich sehr einseitig, sehr fetthaltig oder ballaststoffarm ernährst und du Durchfall bekommst, dann verlierst du ebenfalls das Wasser, das du aufgenommen hast und verdurstest quasi innerlich. Das ist das Verhungern vor vollen Schüsseln. Deshalb ist es wichtig, dass du in Notfällen immer genügend und dich ausgeglichen ernährst und nur sauberes Wasser zu dir nimmst. Ein Blick in eine Flasche reicht definitiv nicht aus, um einzuschätzen, ob das Wasser gegebenenfalls gefährlich ist. Das alles ist natürlich relativ kompliziert. Wir werden uns in Zukunft noch häufiger damit beschäftigen. Wenn du dich vorbereiten möchtest, lege ich dir mein Buch Trinkwasserversorgung in Extremsituationen ans Herz. Da geht es auf rund 170 Seiten wirklich nur ums Thema Trinkwasser, Rohwasser erkennen, aufbereiten, speichern etc. Wenn dich das Thema interessiert, dann abonniere gerne den Kanal.
Das hier sind Hintergrundinformationen, die notwendig sind, dass wir richtig in die Trinkwasserversorgung einsteigen können. Es soll nämlich beispielsweise im nächsten Video um die relativ einfache und fast weltweit durchführbare SODIS gehen. Die SODIS ist eine Desinfektionsmöglichkeit mit Hilfe von Sonnenlicht und fast überall rumliegende PET-Flaschen. Wenn du das Wasser richtig vorbereitest und Flasche und Sonnenlicht richtig kombinierst, kannst du weltweit damit Trinkwasser desinfizieren. Das Ganze ist natürlich etwas komplizierter. Es ist aber tatsächlich notwendig, wenn du dich draußen sicher mit Trinkwasser versorgen möchtest. Wenn du etwas nicht verstanden hast, ist es nicht schlimm, schreib es mir unten in die Kommentare. Ich versuche es zu beantworten oder gegebenenfalls in dem nächsten Video, in dem es dann um die Trinkwasseraufbereitung gehen soll, dort spätestens noch anzusprechen und zu beantworten. So. Ich fahre jetzt weiter. Ich habe nämlich herausgefunden, ich habe überhaupt keine Automatik. Ich habe einen zweiten Gang. Ich habe gestern die Kupplung gefunden. Also doch besser zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Gleich wie. Geh raus. Mach's gut. Bleib gesund.